Wir gehen rein in Imscope 21. Lass uns bloß nicht Harshow Super sehen. Ihr seid alle Lelex. Ich baller mit der. Guten Abend, mein extrem vornehmes Publikum. An diesem unfassbar schönen. Bro, sprich lauter, der Broski macht ASMR. Hey, willkommen zu diesem neuen Video. Heute stecke ich mir Dinge anal ein. Ich ohne. Sonntagnachmittag. Ich war mal wieder unterwegs und war gerade am Musikpumpen. Hab mich motiviert auf die neue Woche. Und dabei pumpe ich meine Lieblingstracks, wie zum Beispiel. Auf die Eis, heute die Pommes in den Burger. Auf die Eis. Oder auch. Immer noch fresh. Immer noch cool. Immer noch Dallas, wie scheiße, ich hab einen Ohrwurm. Und ich hab den Song einmal gehört, fand ich noch mega Arsch. Und dann hab ich im Unterricht, im Englischunterricht gehört, Bro, im Englischunterricht. Wer hört im Englischunterricht? Cool. Naja, da war ich in dieser Playlist unterwegs und plötzlich wird mir Folgendes unter das Gehör gestrickt. Schau auf meinen Body, findest du mich heiß? Deine du siehst aus wie ein Filter. Augen ziehen mich aus, Martini liegt auf Eis. Brutal! War das Steve von Wendler? Mal ganz kurz. Jungs, ich hab ihn erkannt, Alter! Wir gucken, alle ruhig, alle. Ja, ja! Bro! Frage, jetzt noch einmal, Jungs, jetzt noch einmal sagt, ich bin nicht in der Szene vernetzt. Genetworked hab ich. Gesehen, du starrst mich gerade an, also findest du mich heiß? Ah, interessante Beobachtung! Nein, Martini liegt auf Eis! OnlyFans, Tag und Nacht, ich weiß doch, was dich glücklich macht. Eine Art dieser Tracks kann ich persönlich mit meinem. Jeder Musikgeschmack ist anders, hätte ich an der Stelle behauptet. Manche würden es präferieren, manche würden aber auch sagen, Ochin Locher. Welche Fraktion ich bin, lasse ich mal euch entscheiden. Aktuellen Gemütszustand nicht unterstützen. Ganz diskreter Cut, Digga. Wir können uns jetzt streiten, uns hinsetzen, darüber sagen, dass es unangenehm ist von Laura Müller. Wieder nur ein Cash-Grab ist. Ey, Jungs, LT, wen juckt's, Digga? Hä? Yo, die hat einen Song rausgehauen. Keine Ahnung, ob das ein Promo-Move war. Wenn ja, juckt doch, ob der klappt. Hä? Also, wenn das nicht irgendwas nicht, wenn nichts kritisch dran ist? Was weiß ich was. Aber über eine Sache können wir uns leider nicht streiten. Und zwar, dass Laura Müller verdammt heiß ist. Schatz! Mach die Küche. Nachher, ja. Soll ich heute noch den Müll runterbringen? Aber was genau sagt eigentlich ihr Verlobter? Also, mir ist es schon wichtig, dass eine Partnerin an der Seite habe, die. Der hört den Stream Dauerschleife. Oh. Die selbstständig ist. Magst du meinen Hintern? Er ist prall und rund. Einmal kurz, Schatz. Magst du meinen Hintern? Er ist prall und rund. Bro, das ist. Ich würde sagen, dass das potenziell ein nicht besonders guter Reim ist. Was machst du nochmal beruflich? Es gibt bei uns. stimmt. Sie ist OnlyFans-Creatorin und ASMR-Arzt, glaube ich. Wöchentlich ein Content-Meeting, an dem ich auch fast wöchentlich teilnehme. In diesem Meeting bringen die Jungs so ein bisschen ihre Ideen und vor allem die Einsendungen, die ihr gemacht habt. Wirklich Arzt, also 99% Lelekness bei den Einsendungen. Und jetzt passt mal auf, was André meinte, was wirklich ein sehr, sehr guter Clip sein sollte. André, was hast du vorbereitet fürs Content-Meeting heute? Ein gutes Video zum Klamotten angucken. Okay, ja. Zeig mal her. André? Und ja, Jungs, diese Videos kenne ich, das ist kranker Scheiß. Heute drehen wir den Wet-Shirt, Digga! Es ist die Geheimte, oh mein Freund, was für ein geiler... Heute machen wir ein trockenes, weißes, sehr dünnes Oberteil gegen nasses, weißes, sehr dünnes Oberteil. Was das denn drunter jetzt anhab? Reiner Zufall, Jungs, reiner Zufall. Ich will ja wirklich nur gucken, ob das, wenn ich schwitze, ob das dann noch immer noch fein ist, haha. Leute, ich sag euch jetzt mal eine Sache. Dieses Video hat in 3 Wochen 9,1 Millionen Views generiert. Warum bekomme ich eigentlich eine Gehaltserhöhung? Du bekommst Gehalt? Auch gar nicht glauben, dass das Video überhaupt online ist. Ich sehe hier mehr Passivität, als ich teilweise beim eigentlich Akt gesehen hätte. Und ja, ich finde es geil. Let's go, Alter. Jetzt ist es drauf. Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, dass wir hier gerade über Äußerlichkeiten bei der Frau sprechen, dann drehen wir das Ganze doch mal um. Du hast wahrscheinlich einen kleinen. Stimmt nicht. Kannst deine beste Freundin fragen. Wenn eine Frau sowas zu dir sagt... Das war sehr unangenehm. Das wäre sehr unangenehm, Digga. Stimmt nicht. Kannst deine beste Freundin fragen. Yeah, ich bin Alpha Sigma Gear Chat. Ich würde wie... Ich weiß, Jungs, ich bin nicht der Kommunikationsboss. Aber... Meinen sieht man nicht. Und du merkst an ihrer Stimmlage und so weiter, dass sie es nicht 100% ernst meint, dann ist es ein Test. Bro, diese Sicht würde ich auch machen. Junge, ist ein Test, ist ein Test, Jungs. Ich teste dich auch die ganze Zeit. So. Und ich dachte immer, woher wissen die das?
wir schon beim Thema sind, dann teste ich die neuen Gaming Arm Sleeves von Chef Strobel. Oh, no! Gaming Arm Sleeves? Dieser räudige Bab, oder muss denn das aus sich da und irgendwie? Chef Strobel, da musst du noch mal ran. Die Dinger funktionieren noch nicht richtig. Spaß. Gar nicht so stein, Jungs. Gar nicht so stein. Meins hat mal. Beiseite, schaut bei Chef Strobel seine Armsleeves vorbei. Und jetzt ratet mal, welcher der beiden Clips von der InScope 21 Community kommt und welcher nicht. Clip Nummer 1. So Österreich! Oder ist es doch eher Clip Nummer 2? Ihr verdammten Geier, Digga, was ist los mit euch? Bitte lieber YouTube-Algorithmus. Bro, Broski ist woanders, Jungs. Broski hat eine andere Community, das ist okay. Lass dieses Video niemals Sascha sehen. Ich weiß nicht, ob der Typ das Ding überleben wird. Bro, warte mal. Was ist denn bei Lazo und seinem Team los? Also, das ist ja auch irgendwo deren Algorithmus. Ich habe schon mal die Dieven nach Hause geflogen und in Frankfurt gelandet und schreibt, hey, Zoll hat mich kontrolliert, wollte wissen, wo ich die Uhr her habe, den Nautilus-Sticker-Trick. Habe ich erstmal gesagt, boah, keine Ahnung, wie der Händler hieß. Der wurde direkt spitz, bis ich meinen Drive-Ordner geöffnet habe und dann 14 Uhr in Rechnung durchgeswiped habe. Dann habe ich erstmal gefragt, was ich mache und habe ich gesagt, ich bin Markus Paulik. Wer ist Markus Paulik, Digga? Hä? Bro, war das jetzt der Witz, oder? Komm. Digga, hä? Pistorius, Bro. Ist Ledger aus wie Pistorius. Jungs, am Real Talk, das ist sehr, sehr schlau, Uhren für 8000 Euro zu kaufen. Das ist smart, Real Talk. Alter, Bro, geht hart, Digga, Real Talk. Der eine oder andere hatte mich tatsächlich auch gefragt, vor allem in der letzten Podcast-Episode im Geheimratseck bei Sascha und mir, ob ich da nicht tatsächlich auch noch Talente für Speedbox. Wenn man das Geld hat, das ist richtig, aber Bro, Digga, trotzdem. Wenn man so geil auf die Stelle vor, du gibst 20.000 Euro für eine Uhr aus, dafür kannst du gefühlt 4 Wohnungen kaufen. Also nicht wirklich, aber du kannst dafür gefühlt sinnvollere Dinge kaufen. Ich möchte jetzt hier wirklich nicht zu heftig einen aufspielen. Also, aber ich sehe einfach das Verhältnis. Eine shitty ass Uhr. Also, ihmchen. Oder in Wohnung. Wenn man schon 4 Wohnungen hat, dann sollte man sich da 5 verkaufen. Oder das in Roblox investieren. Warte, ungefähr so hört sich's an, wenn Sebastian auflegt. Falls ihr mal bei einem Konzert von ihm vorbeischauen wollt. Ich bin Revinzeit. Und ich bin ein Gamer oder sowas. Mein Lebenswille ist sehr gering. Gamer. Dann kommen wir doch jetzt mal zu politischen Themen und schauen, was aktuell in der Politik abgeht. Wie sieht's aus mit den Sanktionen, Olaf? Alter, pumpt der Bruder. Pumpt. Das ist orthodox. Die Sanktionen müssen nicht schmecken, die müssen wirken. Und Leute, ihr wisst es, wir sind in der Mode aktiv. Und da gucke ich mir natürlich auch immer wieder mal Videos aus der Mode an. Eine Five Pocket mit sehr gut positionierten Poshi-Taschen. Bro, wieso ist das so... Also, Bro, dicke, hä? Du hast eine kurze Hose an, hä? Seitlich keck geschlitzt. Ach, das Ganze ist keck geschlitzt. Das ist ja ein Zufall, denn bei uns haben wir den neuen Kran von den Fassinets. Der ist nämlich Lelek geschlitzt. Also falls ihr Bock habt, jetzt bei uns im Shop vorbeizuschauen. To be honest, ich fühl's nicht. Einen von unseren neuen geilen Fassinets zu holen. Egal ob in Mint, ob in Schwarz, ob in Beige oder auch in Blau. Die sind wirklich sehr, sehr geil und ich kann die euch außerordentlich empfehlen. Zu Beginn des Jahres haben mir ganz viele davon abgeraten, in Uber zu investieren. Was habe ich getan? Ich habe insgesamt 340 Aktien gekauft. Was habe ich verdient? 1000 Euro. An diejenigen, die mir damals davon abgeraten haben, verpisst euch. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Das echt. Ja, die Snajum!